zu buchen. Tut mir leid, Sir. Wir haben derzeit eine Sicherheitsblockade. Bis die Lage im Frachtterminal nicht geklärt ist, kann kein Passagier umgebucht werden. Dafür ist meine Zeit zu wertvoll, Nikette. Ich werde bezahlt, wenn ich das Mädchen dorthin bringe. Wie, ist egal. Nein, mir wurde gesagt, ich könnte das auf meine Art erledigen. Wir wollen die Familie nicht schlimmer traumatisieren, als wir... Miri! Das dürfte lustig werden. Wow. Nikette, du hast mich verraten. So, jetzt erstmal ein schnurzliches Willkommen zurück bei Mass Effect 2. Sorry, dass ich abbrechen musste. Wir hatten schon deutlich über 30 Minuten. Und ist jetzt zwar Folge 8, aber es geht leider nicht anders. Ich muss leider noch eine Folge dranhängen. Wie wollen Sie das lösen, Miranda? Warum, Nikette? Du warst mein Freund. Du hast mir geholfen, von meinem Vater wegzukommen. Ja, weil du weg wolltest. Das war deine Entscheidung. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du ein Baby stiehlst... Ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie gerettet. Vor einem Leben in Wohlstand und Glück? Du hast sie nicht gerettet. Du wolltest dich nur an deinem Vater rächen. Was für ein Scheiß. Wie hat Mirandas Vater sie umgedreht? Sie haben mir gesagt, du hättest damals deine kleine Schwester entführt. Und dass ich sie jetzt ohne Auseinandersetzung zurückbringen könnte, ohne Trauma für die Familie. Ich habe ihnen gesagt, dass du sowas niemals tun würdest. Dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, was du getan hast. Noch in derselben Nacht habe ich sie angerufen. Warum hast du nicht mich angerufen, Nikette? Wir haben viel zusammen durchgemacht. Du hättest es mich wenigstens erklären lassen können. Ich hatte es verdient zu erfahren, dass du deine Schwester gestohlen hast, Miri. Ich hatte es verdient zu erfahren, dass du bei Cerberus bist. Aber tatsächlich erzählt hat es mir dein Vater. Oi, 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 oi. Wie viel hat ihn Mirandas Vater bezahlt? Jede Menge. Verdammt, Nikette! Du warst der Einzige aus meinem früheren Leben, dem ich vertraut habe. Er wusste, dass du so empfindest. Deshalb hat er mich gekauft. Und du hast dein Geld einfach genommen. Spiel jetzt nicht die Heilige, Miri. Du hast dein Geld jahrelang genommen. Ich wusste, dass Eclipse kein Problem damit hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber Kindesentführung? Ich stehle sie nicht. Ich rette sie. Komm, Nikette, erledigen wir die Schlampe und dann nichts wie weg hier. Geben Sie ihr Bestes. Ich habe nur darauf gewartet, bis sie fertig angezogen sind. Oder lässt Cerberus sie wirklich in diesen Klamotten rumhuren? What the fuck? Ob sie sich nun mit Miranda einig sind oder nicht, Oriana hat die ganzen Jahre bei dieser Familie verbracht. Ihr Vater kann ihr immer noch ein besseres Leben ermöglichen. Du weißt gar nicht, was mein Vater mit dir vorhat. Ich weiß nur, dass ich arm war, Miri. Und es hat mir nicht besonders gefallen. Er will ein Mädchen der einzigen Familie wegnehmen, die sie je gekannt hat. Sagt dir das nicht was darüber, wer er wirklich ist? Wenn Sie für Mirandas Vater arbeiten, bedeutet das, dass er über Oriana Bescheid weiß. Wir brauchen eine andere Lösung. Mirandas Vater hat keine Informationen über Oriana. Ich wusste, dass du Spionageprogramme im Netz deines Vaters hast, Miri. Deshalb habe ich es geheim gehalten. Ich bin der Einzige, der davon weiß. Das bedeutet, dass du das einzige lose Ende bist. Ich wollte nicht, dass es so endet, Nikette. Nein. Das wollen sie doch nicht wirklich tun. Es muss hier zu Ende sein, Shepard. Mein Vater wird weiterhin versuchen, Oriana... Vielleicht kann Nikette helfen und mit ihrem Vater reden. Er könnte sagen, dass sie zuerst hier waren. Ich sage ihm, dass du sie versteckt hast und dass ich nicht weiß, wo sie ist. Ich will dich nie mehr wiedersehen, Nick. Erledigt. Oh. Wenn sie nichts dagegen haben, muss ich jetzt eine Lieferung zustellen. Du dämliche, blöde Kuh. Stirbst du, du Miststück. Tschüss. Ich muss mich erstmal orientieren hier. Au. Guck mal.
au, 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 au. Könntest du mal Deckung nehmen? Danke. Aua! Und wo treffen die denn? Wollt ihr mich veräppeln? Tschüss, Mädel. Lass mal mich orientieren. Wo sind die denn alle? Die ballen mir hier die ganze Zeit meine Schilde runter und ich weiß noch nicht mal von wo. Ah, fertig. In der Nähe des Shuttles könnten noch mehr Eclipse-Söldner sein. Ich will sicher gehen, dass Oriana und ihre Familie sicher an Bord gelangen. Machen wir, machen wir. Und ich muss mal dringend pinkeln, ey. Und ich kann gerade nicht. Was haben wir denn hier? Ein Schmuckstück. Dieses Medaillon enthält ein Bild mit einer Asari und einem männlichen Menschen. Es sieht nicht teuer aus, aber ist bestimmt von sentimentalem Wert. Medaillon abliefern. Eine Asari finden, die nach einem verlorenen Medaillon sucht und es ihr geben. Okay. Sonst noch was? Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Tja. Ich war mir von Anfang an nicht so sicher, dass der es ernst meint. Trotz ihrer ganzen Upgrades sind sie ein Mensch. Genau wie der Rest von uns. Aber ich habe zugelassen, dass es persönlich wird. Und deshalb versagt. Ja, es Warum geht um Familie. Sie verhindert, dass ich ihn töte? Ich hätte es gekonnt. Aber zuzusehen, wie ihn dieses Asari-Miststück niederschießt. Sie hatten noch etwas für ihn übrig. Selbst nachdem er sie betrogen hatte. Sie haben recht. Und mein Vater wusste das. Er hat es gegen mich verwendet. Es war schon immer so. Mein Vater hat mir alles gegeben, was ich je wollte. Aber es gab immer einen Haken, der seinem langfristigen Plan in die Hände spielte. Ich habe bei meiner Flucht alles weggeworfen, was er mir je gegeben hatte. Außer Niket. Eine Schwäche meinerseits. Sie können nicht aus Sicherheitsgründen alles wegwerfen, woran Ihnen etwas liegt. Schon okay, Shepard. Mein Vater hat mir wehgetan, aber er hat mich nicht gebrochen. Was er auch versucht hat, um mich genauso zu machen, wie er es wollte. Ich bin doch ich selbst geblieben. Gibt es noch andere alte Freunde, die Ihr Vater gegen Sie verwenden könnte? Nein. Mit allen anderen habe ich den Kontakt abgebrochen. Jeder, dem ich jetzt nahestehe, arbeitet für Cerberus. Oder für Sie. Mein Vater ist mächtig. Aber mit dem Unbekannten legt er sich nicht an. Na, wollen wir es hoffen, ne? Sie haben noch Oriana. Die hat mir nicht mein Vater gegeben. Ich habe sie gerettet. Aber, ja, Sie haben recht. Ich habe noch etwas. Danke. Bitte. Gern geschehen. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Wollen Sie nicht mal Hallo sagen? Sie kennt sie wahrscheinlich nicht. Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was das Richtige für sie ist. Je weniger sie über mich weiß, desto besser. Sie hat eine Familie. Ein Leben. Ich würde das nur unnötig verkomplizieren. Sie muss ja keine Einzelheiten erfahren, aber wäre es wirklich so schrecklich, wenn sie wüsste, dass sie eine Schwester hat, die sie liebt? Vielleicht? Nein, wohl nicht. Ich kenne sie wahrscheinlich noch nicht mal wirklich. Gehen Sie. Wir warten hier. Geschafft. Und das ohne Max. Huhu.
So, Zusammenfassung. Mirandas Schwester und Familie wurden erfolgreich nach genauer Ort unterdrückt gebracht. Neue Arbeitsstelle der Mutter sichert sorgenfreien Lebensstandard. Werde Oriana nur aus Sicherheitsgründen weiterhin beobachten. Miranda Lawson ist für Servus zu wichtig und Orianas Wohlbefinden ist der einfachste Weg zur Sicherung ihrer Loyalität. Yep. Miranda ist Servus gegenüber weiterhin loyal und vertraut jetzt Shepard. Yeah! Kraft von Miranda freigeschaltet. Wuhu! Biotischer Schmetterangriff, der beträchtlichen Schaden anrichtet. Oh, klingt gut. Neues Outfit. MG, Medigel-Kapazität. Ja. Element Zero gefunden. Sehr schön. Und Stufenaufstieg. Schon wieder. Jawohl. Find ich gut. Loyalität freigeschaltet. Errungenschaft. Juhu. Es wird. Ei. Ich kümmere mich darum. Was ist nu? Wenn sie mich anfassen, verteile ich sie auf der Wandschlampe. Alter, ganz cool. Schluss jetzt, alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Bitte? Unsere Mission ist zu wichtig, um sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will sie einfach nur tot sehen. Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Was? Das ist alles? Ich meine, Miranda hat ja eigentlich schon recht. Es war ja nicht Cerberus selber, die wo Experimente durchgeführt hat, sondern es waren halt, sag ich mal, abtrünnige Cerberus-Mitarbeiter, die gegen Cerberus gehandelt haben und darum experimentiert haben. Das war ja das, was passiert ist. Also hat Cerberus selber eigentlich da gar nicht großartig mit was zu tun gehabt. Nochmal danke, Shepard, dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Oriana ohne ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Ja. Und wenn du dich nicht ein bisschen beeilst mit dem Reden, erreiche ich meinen Klon nicht mehr rechtzeitig. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Ja, bitte. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie weiß, dass sie eine ältere Schwester hat. Eine Freundin. Werden Sie wieder mit ihr sprechen? Ich weiß es wirklich nicht. Zum ersten Mal plane ich nicht so weit in die Zukunft. Ich werde nach unserer Mission darüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren und sie braucht Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Sie haben mir nie gesagt, worüber Sie gesprochen haben. Ich habe mich vorgestellt. Ihre Familie war schockiert. Sie ist natürlich schnell damit fertig geworden. Sie ist so klug wie ich. Sie spielt Geige. Liebt das Adagio von Nielsens Fünfter. Genau wie ich. Sie möchte in der Kolonieentwicklung arbeiten. Hat auch einen Witz darüber erzählt. Sie ist wirklich lustig. Das haben wir nicht gemeinsam. Ja, selbst bei Zwillingen, selbst bei eineiligen Zwillingen gibt es immer so einen winzig kleinen Unterschied. Immer. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Das will ich auch hoffen. Gut. Sonst noch irgendwas Neues? Commander, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei. Und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Okay. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Nö. Es gibt viel zu tun, okay. Shepard. Später vielleicht. Ja, ist ja gut.
Natürlich, Commander. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Jack, um nochmal mit ihr zu reden. Vorausgesetzt, ich finde den Weg, weil die ist ja ziemlich durchgedreht gerade. Vielleicht hat die gerade auch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ja, alles klar. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Klar. Ich vermisse Ihr freundliches Wesen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nicht machen. Nein. Keine Sorge. Nein. Ich bin nicht interessiert. Nee. Gut. Ich wollte sowieso nicht, dass Sie hier weiterhin vorbeikommen. Oh, ich glaube, es ist enttäuscht. Gibt es ein Problem, Jack? Ich weiß nicht, ob Sie mit mir spielen oder nicht. Es gefällt mir nicht. Dann lassen Sie es. Das könnte Ihnen so passen. Damit es nur noch um Sie geht und darum, was Sie wollen. Ich muss nachdenken. Gehen Sie. Ich will, dass Sie mich eine Weile nicht mehr besuchen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich versuche, alle hier zu verstehen und mich mit allen anzufreunden, etc. Tut mir echt leid. Kenneth, glauben Sie, wir werden das hier überstehen? Natürlich werden wir das, Gabby. Naja, solange wir die Kollektoren vernichten, hat es sich ja gelohnt. Auch wenn wir es nicht überleben. Gibt's was Neues, Schnucki? Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Na, das ist doch schon mal gut, ne? Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Klingt gut. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ja, das würde mir gefallen. Was ist jetzt? Ich habe über unser letztes Gespräch nachgedacht. Tut mir leid. Ich war unprofessionell und irrational. Das war dumm und egoistisch. Alles gut. Sie waren noch nie egoistisch. Sie haben schlimmstenfalls immer zu viel an die Flotte und zu wenig an sich selbst gedacht. Das mag für Menschen gelten, aber Quarianer sind anders. Wir können nicht einfach... Wir müssen an die anderen denken. Immer. Wenn wir nicht an die Bedürfnisse der gesamten Crew denken, könnte dadurch jemand verletzt werden. Vielleicht sogar getötet. Sie verdienen es, mit jemandem glücklich zu sein. Ich bin nicht die Richtige. Egal wie sehr ich könnte krank werden, die Mission gefährden. Und wenn du gar nichts gefährden würdest? Ach, sind wir schon per Du jetzt? Du hast vor 2 Jahren dein eigenes Leben riskiert, um die Kolonisten auf Pharos zu retten. Niemand außer dir hätte sie retten können. Ich habe dein Gesicht gesehen, als Chief Williams auf Wurmeier gestorben ist. Ich habe gesehen, wie du dich gegen alles behauptet hast, womit die Galaxie dich konfrontiert hat. Ich beobachte dich schon so lange. Aber ich hätte nie gedacht, dass du jemals hinter dieses Ding sehen könntest. Ich bin ganz ehrlich, ich bin fast schon kurz davor, vielleicht doch mal Ja zu sagen. Willst du damit sagen, dass du sterben könntest, wenn wir zusammen sind? Das Risiko besteht immer. Vielleicht wäre die Reaktion nur minimal. Oder sie legt mich für ein paar Wochen flach. Vielleicht würde sie mich sogar umbringen, aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht besorgt, Shepard. Ich will nicht, dass du abgelenkt bist. Was ich von dir will, soll der Mission nicht schaden. Dafür ist sie zu wichtig. Oh Mann! Ach, scheiß drauf. Tali, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen hinterher. Ich will dich. Und ich werde mein Möglichstes tun, damit es funktioniert. Ich fände es auch in Ordnung, wenn... Aber... Oh, dann
Danke. Oh. Du weißt gar nicht, was das... Danke. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde recherchieren, wie wir das anstellen können. Brauch nichts. Wann immer du es rausgekriegt hast, bin ich für dich da. Was war denn das gerade? Versprochen. Bis dahin sollte ich, du weißt schon, was tun. Reparaturen. Für die Mission. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Aber Liara hat ja Nein zu uns gesagt. Sie will ja nicht mehr mitkommen. Und am Ende kommt sie dann doch noch mit und dann scheiße. Wär blöd. So, was gibt's denn sonst noch Neues? Hast du denn irgendwas Neues, mein Freund? Shepard. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Ein Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Der ist also glücklich. Was denken Sie über unsere Mission? Wir drängen unsere Feinde bis an den Rand des Weltraums und treten ihnen dann der Reihe nach auf die Finger, bis das Nichts sie verschlingt. Hat Okir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Sie wissen bereits mehr als er. Okir nützt ihnen nicht viel. Wenn du sie bekämpfst, muss dein erster Angriff vernichtend sein. Was denken Sie über unsere Mission? Wir drängen unsere Feinde bis an den Rand des Weltraums und treten ihnen dann der Reihe. Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Das ist vorerst alles. Shepard. Okay, hier ist auch nichts. Mit Sahid können wir wahrscheinlich eh nicht reden. Gut. Mal gucken. Wo war er? Hier. Mal gucken, ob er noch was Neues hat. Ah ne, das ist die Damentoilette. War falsche Seite, Verzeihung. Hier müsste das sein, ja. Mein Freund, hast du irgendwas Neues? Shepard. Alles gut? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Oh, ist das denn etwa die nächste Crew-Quest, die sich hier anbahnt? Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Willkommen im Club. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Okay. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Wie die... Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Kinder spielt Musik. Alt. Oh. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Mein Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch. Werfe ihn in die Luft. Er kreischt und lacht. Dreh mich. Die Konsole piept. Ich setze ihn ab. Klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Was war das gerade? Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Oh. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Dann wird's aber Zeit, oder? Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet.
Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten gesegnet, die Leben nehmen. Die Anna haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Oh. Ich wollte für Colliard ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf den Pfad der Sünde geriet. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Hä? Das werden Sie mir erklären müssen. Losgelöst. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele. Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst. Oh. Nicht mehr vollständig. Okay. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Mm. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Oh ja, geil. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Oh. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Geld? Vielleicht, um ihnen näher zu sein. Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Vielleicht hat er auf sie verwiesen, um den Job zu kriegen. Möglich wär's, aber ich glaube es nicht. Etwas stimmt daran nicht. Mein Name... Er sollte ihn nicht respektieren. Thane, ich habe weder Ihre Kontakte noch Ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe, sie haben ihre Leiche in Meeresranken eingewickelt und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Ruft nach ihr. Die Anna lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen. Neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf KJ regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Oh. Ich wollte nicht, dass sie das nochmal durchleben. Ein perfektes Gedächtnis ist manchmal eine gewaltige Bürde. Oh, da ist diese Ansicht, die wir da immer haben, einfach nur so ein Erinnerungsding. Ich dachte schon, was ist denn los mit dem? Warum ist er zur Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht. Als Erinnerung an mein verfuschtes Leben. Ich habe es seiner Volusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Okay. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt noch einen Job auf der Citadel. Ne? So langsam mehrt sich das Ganze. Und ja, ich glaube, so zum Abschluss schauen wir nochmal, ob Joker irgendwas Interessantes zu sagen hat. Oder ob wir nochmal Post haben, übrigens. Haben wir denn nochmal Post, Schnucki? Commander, ja. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Sie haben mein Leben verändert von Jared. Grüße. Liara hat mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehöre zur Putzkolonne in den Dentist Towers. Sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Sony sagt, sie hätten auch Thane gefunden. Er hat einige der Eclipse-Söldner erledigt, die uns umbringen wollten, und ich möchte sie fragen, ob sie ihm meinen Dank übermitteln können. Schon seine Bewegungen. Einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatten. Einem zweiten brach er das Genick, den dritten erschoss er. Alles innerhalb weniger Herzschläge. Das war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer. Elegant und kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mir geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe.
Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber salarianische Leben sind zu kurz, um sie mit Putzen zu vergeuden. Zumal, wenn es da draußen noch so viele andere Dinge gibt. Ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich in ihm gesehen habe. Diese Schönheit, diese ästhetische Perfektion. Und ein paar hübsche Sachen zum Anziehen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das. Oder zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sehr nett. Mit freundlichem Gruß. Okay, ich glaube, das war der Salarianer, den wir da aus diesem Dingens rausgeholfen haben. Dem wir Medizin gegeben haben. Oder einer von denen, die wahrscheinlich in diesem Raum eingeschlossen waren. Ja, wahrscheinlich eher die, wo im Raum eingeschlossen waren, weil das war ja er gewesen, ne? Wir gehen nochmal zu ihm. Vielleicht können wir ihm das gleich sagen. Vielleicht können wir das ja gleich ansprechen. Shepard, haben wir Zeit für einen Besuch auf der Citadel? Was genau macht ihr Sohn? Goliath ist zur Citadel geflogen. Wohin genau, weiß ich nicht. Nur, dass er dort mit den kriminellen Elementen der Station Kontakt aufgenommen hat. Ach, ich kann nichts sagen. Schade. Okay, dann machen wir nochmal einen Abstecher zu Joker. Vielleicht hat der was Neues zu melden. Weil jetzt haben wir auch wieder einen neuen Kumpanen. Oh, warte mal. Die hat doch was zu sagen bei einem neuen Mitglied. Thanes spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt. Und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Viele Frauen stehen auf böse Jungs. Das ist ein dummes Klischee. In meinem Fall trifft es zwar zu, aber trotzdem. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay. Ich gehe besser. Okay. Vielleicht reden wir später miteinander. So, Junge, gibt's bei dir irgendwas Neues? Hi. Nun, Commander, glauben Sie, Miranda wird irgendwann ein bisschen auftauen und dann... ich wage es nicht mal, den Satz zu beenden. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... was zum... Probleme? Nichts, was ich... verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf! Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Und Thane ist stark, sensibel und mordlustig. So jemanden hat man ja immer gern um sich herum. Ideal zum Kuscheln. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Okay. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Also, die Normandy ist bereit. Sämtliche Upgrades vorhanden, alles besser denn je. Aber was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Okay, danke schön. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. So, wir dürften ja jetzt eigentlich nicht mehr ganz so viel brauchen. Ich glaube, Garrus fehlt noch für die Loyalität. Und Thane natürlich. Und dann noch halt die zwei letzten, die uns, oder drei letzten, die uns noch fehlen. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Zugucken. Sorry, dass es eine Folge länger heute gedauert hat in der Aufnahme. Ihr kriegt davon natürlich nicht wirklich was mit. Das ist dann halt jetzt heute schon die Folge, die halt montags kommt. Ich muss dann halt in der nächsten Aufnahme eine Folge weniger aufnehmen. Ist auch nicht sonderlich tragisch. Ich speichere jetzt noch einmal komplett. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal, ne? Wenn wir hier nicht auf der Zitadelle, aber auf Ilos müssen wir ja noch eine Dame rekrutieren. Eine Asari müssen wir noch rekrutieren. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Also bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss.